Der Name Wetterau leitet sich vom Flüsschen Wetter ab, das zusammen mit Nidder und Nidder die Landschaft durchzieht. Alle drei entspringen im Bereich des Vogelsbergs. Der Vogelsberg mit einer Höhe am Taufstein mit 773 Metern ist der Ursprung vieler Gewässer, die als Zufluss von Ohm, Schwalm, Fulda, Kinzig und Nidder fungieren. Die Wetterau ist ein Gebiet, das sich nordwestlich von Frankfurt 60 Kilometer Luftlinie bis zum Taufstein im Vogelsberg erstreckt. Kommen wir nun zur Ronneburg. Die Burganlage nimmt als Höhenburg den Gipfel eines 237 Meter hohen Basaltkegels oberhalb des Fellbachtales ein. Sie ist eine der wenigen im Bauzustand des 16. Jahrhunderts erhaltenen Höhenburgen Deutschlands. Heute am Sonntag, bei schönem Wetter und leichtem Wind, ist der Parkplatz gut besucht. Die Hanglage neben dem Parkplatz ist bei nordwestlichem Wind günstig für Gleitschirmflieger. Und hier übt ein Lehrer mit seinen Schülern das Auslegen und Aufziehen eines Gleitschirms. Hier versucht ein Pilot, seinen Schirm durch Aufziehen im Wind wieder auf den Startpunkt zu bringen. Gelingt das nicht, hilft nur zusammenraffen und neu auslegen. Und nun zur Ronneburg. Die Vorburg aus dem 16. Jahrhundert, grün, mit Restaurant ist der Öffentlichkeit zugänglich. Die Kernburg Braun, 200 Jahre älter, nur an bestimmten Tagen gegen Eintrittsgebühr. Nur offen an Feiertagen und Wochenenden von 11 bis 17 Uhr. Hier die Vorburg mit Zugang zur inneren Burg. Hier kann man Bogen schießen. Und es gibt ein Restaurant, das leider geschlossen war. Hier kokettiert ein Pfau mit seiner Herzdame und zeigt, was er so hat. Von hinten sieht er aber nicht ganz so imposant aus. Vom dritten Torhaus aus betritt man das Brunnenhaus mit einem Tretrad aus dem 16. Jahrhundert. Die Wasseroberfläche ist in 84 Metern erreicht. Die ursprüngliche Tiefe liegt bei 125 Metern. Zum Ausprobieren
liegt hier ein Brustpanzer mit Helm an der Kette. Ganz schön schwer, aber lustig. Mit der Brille noch da. Ja. Das war jetzt. Jetzt filmt er. Hast mich aber nicht richtig drauf. Hallo, ich bin hier der Pförtner. Vom inneren Hof der Kernburg sind alle Gebäudeteile zugänglich. Auf geht's zum Rundgang. Im Erdgeschoss ein Speiseraum, der jetzt für Seminare genutzt wird, gelangt man durch den Gesinderaum in die Burgküche. Hier wird noch auf offenem Feuer gekocht. Es gibt 5 Wendeltreppenhäuser, das ist platzsparend. Man könnte sich direkt verlaufen, es hängen aber Fluchtpläne aus. Da viel Holz verbaut ist, besonders die Fußböden, sind überall Feuermelder vorhanden. Das Strecken war in der frühen Neuzeit ein wichtiger Bestandteil der peinlichen Befragung. Die Justiz versuchte mit göttlicher Hilfe und der Zufügung von Schmerzen die Richtigkeit der Aussage zu überprüfen. Eine solche Streckbank stand dementsprechend in Rechtsstätten, zum Beispiel im Rathaus oder in der Residenz. Die Ronneburg war kein Rechtsstätte und in diesem Sinne so ein Folterkammer in diesen Mauern Fiktion. Es ist schon interessant, stundenlang in der Burg ungehindert herumstreifen zu können. Es gab keine Verbote und kaum Absperrungen. Im Obergeschoss befinden sich Ausstellungsräume und ein Abort an der Außenmauer. Und dasselbe als Kommodenmodell mit Eimer. Der Saalbau oder Palast diente Repräsentationszwecken und ist mit 25 mal 11 Metern der größte Raum der Burg. Das kann man unschwer als Andachtsraum erkennen. Für eine Kapelle fehlt jedoch der Altar. Und hier im Raum sind Geräte zur Flachsbearbeitung ausgestellt. Es gab auch hier eine Burgapotheke, wo die Medizin vom Apotheker noch selbst hergestellt wurde. So, nun geht's aber auf den Bergfried, 32 Meter hoch und mit einem runden Grundriss von 8 Metern. Die 7-stufige Wendeltreppe beginnt im 3. Stock und endet vor einer sehr steilen Holztreppe. Genießen wir nun einen Rundblick von Süden über Westen, Norden und Osten auf den Eingangsbereich.
Wie machen wir schon, ne? Ja. Ja? Es ist 17 Uhr. Die Burg wird geschlossen. Mit den letzten Gästen verlassen wir das Tor. Es ist noch früh am Abend, bis zum Sonnenuntergang, also schauen wir den Gleitschirmpiloten bei den Aufziehübungen zu. Zum ernsthaften Fliegen ist der Hangwind zu schwach. Und zum Abschluss serviere ich euch noch einen schönen Sonnenuntergang.